Plant Twitch bereits Uploadfilter? Lisa und Lena löschen ihr TikTok? Und es gibt jetzt eine E-Sports-Fußball-Nationalmannschaft. Ich bin Phil und das hier ist Roundup. Was geht ab, Freunde des Internets? Willkommen zur Mittwochsausgabe von Roundup. Ich habe heute mal wieder wundervolle Themen für euch und wenn ihr das auch so seht, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und teilt das Video mit all euren Freunden oder sonst wem. Das würde mir auf jeden Fall eine Menge helfen. Kommen wir jetzt allerdings zum Kommentar des Tages. Und in der Folge gestern, die ihr jetzt natürlich auch oben im i findet, ging es ja unter anderem auch darum, dass die finale Abstimmung zur neuen Urheberrechtsreform noch weiter nach hinten verschoben worden ist. Und genau darauf bezieht sich auch der Gnichel, der meint, genau das ist ja auch das Ziel. Das Volk soll müde werden und keinen Bock mehr haben, sich zu engagieren gegen die neue Reform. Seht ihr das genauso oder vielleicht anders? Lasst es mich gerne wissen unten in den Comments. Und wir fangen jetzt an mit den Themen. Inzwischen ist es ja schon eine Woche her, dass sich das EU-Parlament für die neue Urheberrechtsreform ausgesprochen hat. Und nun sieht es so aus, dass Twitch bereits Upload-Filter und Blockierungen in Erwägung zieht. Und Grund dafür ist natürlich Artikel 17 bzw. noch vor kurzem Artikel 13. Wenn die neue Richtlinie jetzt genauso beschlossen werden sollte, wie es momentan angedacht ist, dann tritt diese 2021 ja in Kraft. Und spätestens bis dahin sollte jede Plattform, die davon betroffen ist, einen genauen Plan haben, was man tun muss bzw. tun kann. Und natürlich ist auch schon Twitch dabei, sich Gedanken zu machen, was genau die Konsequenzen sein könnten. Und die sind tatsächlich ziemlich unschön. Ein Problem, was er mit Shearer sieht, ist einfach, dass der Text viel zu schwammig ist. Man weiß also gar nicht genau, was muss ich jetzt wirklich alles machen, um auf Nummer sicher zu gehen. Bedeutet also im Umkehrschluss, dass die höchste Sicherheitsstufe eingeführt werden muss. Mit Lobbyarbeit möchte er nun dafür sorgen, dass zumindest unwesentliches Beiwerk keine Verstöße darstellt. Bedeutet, wenn ihr zum Beispiel gerade auf der Straße lang geht und irgendwo Musik im Hintergrund gespielt wird. Des Weiteren hat er angekündigt, dass es so weit gehen könnte, dass EU-Inhalte nicht mehr von anderen Ländern gesehen werden können. Zudem könnte aber auch passieren, dass auch Leute aus der EU keine Livestreams mehr aus anderen Ländern sehen können. Es könnte also auf beiden Seiten blockiert werden. Und das wäre schon eine ziemlich krasse Sache. Grundsätzlich müssten wir, um uns und unsere Kreativen zu schützen, eine Art automatisiertes Filtersystem implementieren, das sehr restriktiv ist und das alles aus Europa, was eine Urheberrechtsverletzung sein könnte, daran hindert, rauszugehen. Das ist leider eine sehr niedrige Schwelle. Wenn jemand in den USA streamt, werden die europäischen Nutzer aus dem Stream herausgefiltert. Das Gesetz ist meiner Meinung nach ziemlich schlecht gemacht und lässt tonnenweise Fragen offen. Es ist völlig unklar, was wir tun müssen, um uns daran zu halten oder nicht. In Zukunft sollen ja die Plattformen für Urheberrechtsverstöße haftbar gemacht werden. Und weil Artikel 17 bzw. 13 eben so schwammig formuliert ist, könnte es passieren, dass hier so hart durchgegriffen wird. Dazu muss man natürlich sagen, das bedeutet nicht, dass Twitch nun genau so wirklich durchgreifen muss. Es könnte aber passieren und wäre das Worst-Case-Szenario. Was natürlich auch ein Twitch nach Möglichkeit vermeiden möchte. Man kann es hier also auch ein bisschen mit Panikmache gleichsetzen, aber ganz ehrlich, lieber erstmal vom Schlimmsten ausgehen und dann hoffen, dass es nicht so schlimm wird. Genau das ist ja einer der Punkte, die wir so scharf kritisieren. Es könnte einfach unfassbar schlimme Folgen für die Freiheit im Netz haben. Und deswegen, Freunde, müssen wir immer noch laut sein. Wenn die neue Reform genau so durchkommt, dann sieht es ja so aus, dass Twitch sich um die ganzen Lizenzen der Spiele kümmern muss, die auf der Plattform gespielt werden. Bis jetzt müssen sich die Streamer um die Lizenzen selbst kümmern. In Zukunft könnte das dann aber so aussehen, dass sich nicht nur die Plattform die Rechte sichern muss, sondern zusätzlich auch noch der Streamer, damit man wirklich Nummer sicher geht und keine Urheberrechtsverstöße anstellt. Bei der ganzen Reform geht es ja eigentlich nur ums Geld. Es geht darum, dass die Urheber gerechter bezahlt werden. Und immer noch bin ich mir ziemlich sicher, dass im Großen und Ganzen nicht wirklich die Kreativen davon profitieren werden. Vielleicht wisst ihr das ja noch. 2015 hatte damals Nintendo eine neue Richtlinie eingeführt für Let's Plays. Wenn man Nintendo-Spiele Let's Playen wollte, dann musste man sich vorher bei Nintendo registrieren. Und diese haben dann für Nintendo-Spiele einen Anteil an deinen Werbeeinnahmen
Werbeeinnahmen bekommen. Bei einzelnen Spielen war das 40% der Werbeeinnahmen. Wenn es um ganze Kanäle ging, die nichts anderes gemacht haben, außer Nintendo-Spiele zu spielen, dann waren es 30%. Jetzt läuft das Ganze aber wie folgt ab. Ihr ladet ein Video hoch auf YouTube von Nintendo, monetarisiert das Ganze. Von den 100% Werbeeinnahmen nimmt sich YouTube schon mal 45% weg. Und von dem Rest, der euch noch bleibt, hat sich Nintendo nochmal 40% weggenommen. Bedeutet, das, was am Ende tatsächlich übrig geblieben ist, war nicht wirklich viel. Und im Jahr 2015 war ja noch jeder in einem YouTube-Netzwerk. Bedeutet, da hat sich auch nochmal das Netzwerkenanteil von weggenommen. Nintendo hat dieses Programm inzwischen übrigens wieder eingestellt. Aber genau diese Problematik, dass der Kreative am Ende kaum was übrig behält, könnte auch mit der neuen Urheberrechtsreform auf uns zukommen. Wir sollten auf jeden Fall die Augen offen halten, was die ganzen Plattformen in Zukunft noch so raushauen und sagen zum Thema Uploadfilter. Denn ich bin mir ziemlich sicher, sollte das Ganze jetzt wirklich final durchkommen, dann werden die Firmen da ganz schnell reagieren. Also geht am Wochenende auf die Demos, wo welche stattfinden, habe ich euch nochmal unten verlinkt. Und lasst mir eure Meinung und Gedanken zu diesem Thema jetzt gerne unten in den Comments. Kleine Randnotiz, Google Plus ist tot. Na, ihr wisst schon, die Social Media Plattform, die wir nie gewollt haben, uns aber von Google aufgezwängt wurde und die trotzdem keiner benutzt hat. Hä? Ja, genau die. Vor einem halben Jahr hat Google angekündigt, dass die Plattform geschlossen werden soll. Und ganz ehrlich, selbst das habe ich nicht mitbekommen. Warum? Weil es mich einen Scheiß interessiert hat. Und ganz ehrlich, es könnte mir nicht egaler sein. Aber erstmal im Ernst, gibt es irgendeinen Menschen auf diesem Planeten, der Google Plus wirklich richtig krass aktiv benutzt hat? Wenn du dazugehören solltest, dann schreib mir in die Kommentare, warum hast du es benutzt und warum war es für dich eine Social-Media-Seite, die Sinn gemacht hat? Ich erkenne es nicht, aber vielleicht kannst du mir das erklären. Das wäre schön. Auch zum nächsten Thema. TikTok, eine Plattform, die für viele krebserregende Zustände auslöst. Ich tatsächlich finde sie ja toll. Es gibt sogar einen Roundup-TikTok-Kanal. Kein Scheiß. Nun allerdings ist etwas passiert, damit hätte die Plattform selbst wahrscheinlich nicht gerechnet. Denn die größten Creator der Plattformen haben ihren TikTok-Account gelöscht. Die Rede ist tatsächlich von den deutschen Zwillingen Lisa und Lena. Die hatten auf der Plattform 32,7 Millionen Follower und haben auf Instagram angekündigt, wo sie übrigens auch schon über 14 Millionen Follower haben, dass sie in Zukunft andere Wege bestreiten möchten ohne TikTok. Außerdem sei die Plattform nicht mehr sicher genug. Was sie damit allerdings genau gemeint haben, haben sie nicht erklärt. Das Ding ist, ich kann durchaus verstehen, wenn man keinen Bock mehr hat, Lip-Sync-Sachen zu machen, dass man dann einfach aufhört damit. Aber warum löscht man einen so reichweitenstarken Kanal? Gebt ihn mir! Ich brauche die Klicks, Mann! Ich brauche die Klicks! Die Löschung wird höchstwahrscheinlich schon einen marketingtechnischen Hintergrund haben. Diesen werden wir allerdings vielleicht niemals erkennen. Okay. Für die Plattform TikTok ist das schon ein kleiner Schlag in die Fresse. Höchstwahrscheinlich kann denen das aber relativ egal sein. Man könnte meinen, marketingtechnisch können sie sich in Zukunft nicht mehr mit den Zwillingen brüsten, aber genau genommen schon, denn die haben ja eine lange Zeit dort Videos gemacht. Wie sind eigentlich da eure Gedanken zu? Würdet ihr einfach mal einen Account mit 32 Millionen Abos löschen, weil euch sagt, ah, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf? Meinung und Gedanken dazu auf jeden Fall unten in die Comments. Das Thema E-Sports wird hierzulande ja auch immer größer. Und immer mehr Bundesliga-Vereine steigen ins E-Sport-Geschäft ein. So vor gar nicht mal so vielen Monaten tatsächlich auch Werder Bremen. Bei denen wird jetzt ziemlich professionell FIFA gespielt, wer hätte es gedacht? Und wenn ich erfolgreich sage, dann meine ich das auch genau so. Sie haben sich kürzlich nämlich den ersten Clubmeistertitel in der E-Football-Geschichte sichern können. Und ihre beiden Pro-Gamer Mooba und Megabit sind nun auch in die deutsche E-Sports-Nationalmannschaft berufen worden. Ich bin Mohamed Harkus, werde Mooba genannt, bin 22 Jahre alt, spiele für Werder E-Sports und wohne in Bochum. Ja, was mich in der Szene auszeichnet, sind meine konstant guten Leistungen in den letzten Jahren. Ich konnte viermal die deutsche Meisterschaft im Einzel holen, aber auch dieses Jahr im ersten Anlauf mit meinem Teammate Megabit die Club Championship holen. Ja, ich habe auch in den letzten beiden Jahren an den beiden Weltmeisterschaften teilgenommen, konnte dort Deutschland erfolgreich vertreten, bin beides Mal im Halbfinale ausgeschieden und habe eine Top-4-Platzierung der Welt errungen. Mit FIFA 18 habe ich den Sprung in die Weltelite geschafft und seitdem kann ich mich dort auch kontinuierlich halten. Mein größter Erfolg war dabei, dass ich das zweitgrößte internationale Turnier gewinnen konnte, nämlich die FIFA 18 Global Series Playoffs.
Und ansonsten, auch in FIFA 19, bin ich derzeit Platz 3 der Weltrangliste, damit bester Deutscher. Die beiden sind tatsächlich die ersten beiden Nationalspieler geworden. Der gesamte Kader besteht allerdings aus 21 Profi-FIFA-Spielern. Megabit und Mo Oba sind allerdings die beiden Spieler, die bei der Premiere des E-Nations Cup am 13. und 14. April in London antreten werden für Deutschland. Ich drücke den beiden für den Cup auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Verfolgt ihr eigentlich E-Sports? Ist das so euer Ding oder eher nicht? Lasst mich das gerne wissen unten in den Comments oder stimmt oben ab im i. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein. Gebt dem Video jetzt gerne noch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, um keine News mehr zu verpassen und teilt das Video, um mich zu unterstützen und euren Freunden ein tolles Video zu schicken. Küsschen aufs Nüsschen, Leute. Bis morgen zur nächsten Roundup. Hab euch ganz doll lieb. Peace and out. Euer Phil. Ich bin raus.